Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, eigentlich wollte ich heute ein richtig geiles Surf and Turf Deluxe Plättchen machen. Das war der Plan. Dann kam Saskia nach Hause und sagte so, sei mir nicht böse, ich habe heute schon erst. Mach dir mal lieber was für dich alleine. Na gut, also gibt's für Papa heute ein Papa-Steak, würde ich sagen. Wir machen ein bisschen Resteküche und zwar wird es ein richtig geiles Dry-Age Prime Rib geben. Geschmeidige 600 Gramm. Und weil mir Steak alleine jetzt dann doch zu langweilig wäre, gibt's dazu richtig geilen Spargel, Bacon, Käse, Pfännchen. Ach, ist geil. Ist geil. Bleibt einfach dran. Wie das geht, was ihr so braucht, zeige ich euch jetzt. Na, ist heute wieder ein bisschen Baustelle im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu stark, ja? Zutaten, Freunde. Ich habe gesagt, Resteküche. Also fast. Ich hatte hier noch ein wunderschönes. Guckt euch das an. Dry Age Prime Rib. Geordert bei den Fleischrebellen. Und dann habe ich im Kühlschrank ein bisschen rumgeguckt. Wir hatten noch Spargel. Guck mal, der ist hinten schon ein bisschen holzig. Da schneidet mir was ab. Aber den kann man immer noch gut verwerten. Ich habe hier ein wenig Chili gefunden. Eine rote Zwiebel. Eine halbe Zitrone. Bio-Zitrone, bitte. Das ist ganz wichtig, weil wir brauchen die Schale. Den Rest an Cocktailtomaten, den wir noch hatten. Ein bisschen Lio-Olivenöl. Das ist kein Rest, den haben wir immer im Haus. Etwas Käse. Etwas Bacon. Den haben wir auch immer im Haus, Gott sei Dank. Ein bisschen Butter. Und das war's auch schon. Gewürze von der Spice Bar folgen jetzt. Heute auch wieder relativ übersichtlich. Hello Mediterraneo. Grand Noir. Oder Pfeffer, was ihr habt. Ein bisschen Salz, Freunde. Und Kokosblütenzucker. Tomate, Freunde. Wer hätte das gedacht? Nicht vergessen, mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE 5 Euro Rabatt auf meinen Nacken. Auf euren Warenkorb ab 15 Euro bei der Spice Bar. So, Werbung Ende, oder? Nee. Bierchen? Prost auf euch. Jedes Bier schmeckt besser aus dem 030 Barbecue Glas. So, jetzt Werbung Ende. Los geht's. Aber wir starten durch mit unserem wunderschönen Prime Rib. Guckt euch das nochmal an, ja? Sieht das geil aus? Sieht das geil aus? Da ist genug Fett dran, ne? Deswegen sparen wir uns einölen oder sowas. Dann kriegt das nur mal ordentlich Salz. Freunde, ein großes Stück Fleisch. Ordentlich Salz raufbringen, bitte. Ja? Von alle Seiten. Zack. So, Reste noch ein bisschen auftunken hier. Ja, ihr könnt das nicht versalzen. Glaubt mir, groß genug ist es. Wir starten auch damit durch, weil der Spargel braucht nachher nicht ganz so lange. Und das Steak wird noch einen Moment brauchen zum Durchziehen, würde ich sagen, ne? Um auf Kerntemperatur zu kommen. Also fangen wir damit an. Ja, der Boil King läuft, er kommt gerade auf Hitze. Und jetzt werden wir mal gucken, dass das Steak mal ordentlich ein Branding kriegt, würde ich sagen. Ja, zack, der Boil King hat Feuer. Nebenbei habe ich mir schon mal auf den Seitenbrenner meine gusseiserne Pfanne aufgestellt. Da werden wir nämlich gleich den Spargel drin machen. Und jetzt braten wir unser wunderschönes Steak hier erstmal ganz klassisch an. Also 90 Sekunden, dann einmal drehen und dann gucken wir mal. Oh. So, einmal ein bisschen umlagern, ja, für Branding, Freunde. Oh. Schön, nochmal 90 Sekunden. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt schon mal schnell um die Vorbereitung vom Spargel. Dafür schneiden wir schnell mal kurz hier unser Holz ab und zwar großzügig. Ja, ich würde sagen so, zack. Jetzt ist er auch schon wieder frisch und knackig innen drin und den, ja, machen wir jetzt nur noch ein klein bisschen kleiner. Und zwar in so eine Stücken, würde ich sagen. Ja. So. Schön. Schön. Und unser Bacon. Ebenfalls mal kurz in Flakes geschnitten. Ganz grob. So, Freunde. Huch, ist schon wieder ein bisschen warm hier in der Sonne heute, oder? Zack. So, schön grob. Wir machen ja hier Männeressen. Nicht rumspielen. Nicht rumspielen. Pfanne. Bisschen Olivenöl rein. Oder ordentlich, zack. Da schon mal den Bacon dazu. Zwischendurch nach dem Steak gucken. Oh. Ah, Freunde, da ist Kruste dran, oder? Da ist Kruste dran. So, und blitzschnell, das Steak sollte fertig sein. Oh, guck mal. Ist das schön, ne? Der Bräukling kann was, Freunde. Der Bräukling kann was. So, das jetzt nach oben. Brenner runter. Ja, bis auf einen, den lassen wir auf Halbmast stehen. Da warten wir auf den Kern. Und wenn unser Bacon, guck mal, schon so aussieht. Geil. Da kommt unser Spargel mit dazu. Oh. Sieht das geil aus. Eine ordentliche Flocke Butter noch für ihr Geschmack. Und den mal ganz kurz 2 Minuten andünsten hier.
Ja, ich würde sagen, 1,5 Minuten im Butterölbad. Och, sieht das geil aus. Jetzt die Zwiebel noch dazu. Ja, weitermachen. Ja, jetzt schon mal unseren getrockneten Chili mit rein. Ich mache das jetzt mit bloßen Händen. Das ist ein Fehler. Das weiß ich nachher auf jeden Fall auf Toilette. So, schön Chili Flakes rübergeben. Ne? Da kommt dann nochmal richtig Power raus, wenn das jetzt hier mit auf der Pfanne ist. Ja, ihr wisst Bescheid, gerade die Jungs unter euch, ne? Chili-Finger und dann anfassen, ja, ist nicht so schön. Also ordentlich waschen nachher. Aber wenn es im Mund okay ist, dann ist es auch an der Hände okay. Das hätte jetzt ein Spruch von Saskia sein können, oder? So, das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Jetzt ein bisschen salzen. Zack. Pfeffern. Noch etwas Hello Mediterraneo für die Kräuter. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr das auch weglassen. Ne? Nur ein bisschen Kräuterchen noch rüber. Ach, siehst du, ist auch schon fast alle. Brauche neue Dosen. Ja, jetzt noch unsere Tomaten dazu. Ja. Jetzt kommt die Zitrone ins Spiel. Also ein bisschen was von der Schale abreiben hier über unsere schönen Reibe. Nicht das Weiße, Freunde, nur das Gelbe. Schön ruft da für die Frische. Da reicht unsere halbe Zitrone auch aus. Mal so. Und ein kleiner Swoosh. Zack. Tomate ist dran, also noch ein Schuss Kokosblütenzucker. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Das hebt den Geschmack. So. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch mit unserem Spargel. Oh, das schieben wir uns jetzt noch einmal ein bisschen in die Mitte hier, Freunde. Ja, guck mal. Damit das ein bisschen mehr zusammenhängt. Und jetzt Käse. Und zwar einfach nur ordentlich drüber verteilen. Ah, guck mal, war vielleicht sogar ein bisschen viel Käse, aber viel hilft viel in dem Fall. Zack. Ja, und die wunderschöne Pfanne jetzt einfach nochmal auf den Grill und überbacken. Und dann sollte auch unser Steak fast fertig sein. Ne? Alles zusammen zum Futtern. Und zack, Zeitsprung. Knappe, na, was waren das jetzt? 5, 8 Minuten. Steak ist schon fertig. Perfektes Timing. Zack. Nehmen wir mal runter den Kameraden hier. Oh. Guckt euch das an. Oh, das kann was, Freunde, das kann was. Kurz liegen lassen. Das befreien wir jetzt mal schnell von seinem Knochen. Gucken, wo der hier ist. Da kommt er. Oh, heiß, 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 heiß. Immer schön heiß an der Finger. Aber da ist mein Stück. Da ist mein Stück. So, ich würde sagen, wir schneiden einfach mal durch. Und guck mal. So soll das aussehen, Freunde. So soll das aussehen. Tranchen runterschneiden und dann auf den Teller packen und genießen. Ich habe einen Bärenhunger. Guck mal, Freunde. Zack. Gucken wir mal, dass wir das fehlerfrei auf den Teller kriegen hier. Ja. Na komm. Soll ja auch schön angerichtet sein, ne, Freunde? Das Auge isst mit. Noch ein bisschen Pfeffer oben rüber. Ja. Zack. Und jetzt der Spargel. Guckt euch das an. Guckt euch das an, was für eine köstliche Schweinerei. Das bringe ich jetzt auch noch auf den Teller. Ja, schön daneben bringen. Ich schnapp mir jetzt auch alles, Freunde. Ja, bitte achtet nicht auf die Kalorien. Ihr kennt das. Ah, und bam, Freunde, guck mal. Das ist mein fertiger Männerteller aus Resteküche quasi. Sieht das geil aus? Sieht das geil aus? Es duftet fantastisch. Und ich beweise euch jetzt auch noch, dass es schmeckt. Warte mal, erstmal schnappen wir uns hier mal so einen ordentlichen Fleischlulli. Ich muss kurz essen. Und jetzt was von unserem wunderschönen Käsespargel. Guckt euch das an. Guck mal, das alleine, ne? Das ist doch schon ein Träumchen, ne? Kurz mal. Göttlich, Freunde. Bacon. Spargel, Tomate, Käse. Ein Traum. Ich muss weiter essen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby mit einem geilen, schnellen Steak-Menü. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.